Lecker mir. Gestern hast du einen halben Meter Eisschnauer gehabt. Wahnsinn, jetzt halt am Tag. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Ja, ne. Wahrscheinlich hat es wieder mal einen gescheiten Winter. Hey. Endlich. Saugeil. Boah, ich freue mich schon so richtig aufs Fahren, auf Pulverschnee und geil, geil Scheiß. Ich werde es im Port mit euch. Im nächsten neuen Schlittencheck. Gestern Schlitten 5000, das neue Modell. Und ich möchte den auf jeden Fall jetzt ausprobieren, weil ich will nicht mehr warten. Ich will einfach nicht mehr warten. Nicht schlecht, ich habe nur mein gutes altes Bredel dabei. Aber was sollst du denn fahren, Hatzel? Ja, ich glaube, da wirst du zwar nicht weit kommen mit dem Ding. Aber ja, voll. Hey, aber scheiß auf Berg. Na, wirklich nicht. Hier gibt es sicher kein Geld aus für das. Fahren so ein geiles Schnee bei uns. Fahren wir bei mir oder Leiden auch einfach, oder? Ja, voll. Bei dir kommen wir, oder? Ja. Bring auf, weil sonst verwache ich mich. Ja, passt. Ja, passt. Auf geht's. Juhu. Juhu. Auf rein. Ja, geht's. Eins. Sicher, mein Schlitten ist ins Ziel reingeflogen und ich hab gewonnen, ganz einfach. Ja, das mag schon sein. Da gibt's nichts zu diskutieren. Das mag schon sein. Echt nicht. Meinst du gut, Anin? Aber nur weil der scheiß Schlitten als erster da über der Ziellinie warst, dass ja, du gewonnen hast. Wenn du mit dem Snowball als erster reingekommen warst, hast du halt du gewonnen. Ja, aber das Snowball spielt eng auf meine Füße. Wie soll ich mein Snowball als erster ins Ziel kommen? Zum Segen war das nicht fair, wenn das zählt. Wer als erster ins Ziel kommt? Der gewinnt, oder? Nicht wissen, ja. Fahrzeug als erstes ins Ziel kommt. Na, was kann ich dafür, wenn mein Fahrzeug nicht an mir abwandt ist? Das war eigentlich ein Vorteil für dich. Ja, das heißt, du bist eigentlich nicht qualifiziert, dass du damit fahrst, oder? Fällt's dir gar nicht. Das fällt's dir gar nicht. Dann kannst du gleich oben stehen und Schlitten einfach runterrutschen lassen, dann lade ich und dann irgendwo im Bugel. Meins ist. Ja. Das ist wurscht, okay? Danke. Perfekt. So. Gut ist. Ich glaube, die Unterhosen sparen wir auch. Ist das gut, he? Wahnsinn. Draußen kühlen, minus 20 Grad, glaube ich, habe ich gesehen. Und noch innen, geil auch kurz, das kann schon was. Ein paar mehr Leute waren gut, oder? Boah. Ich sag's. Hey, machen wir wieder eine Spürgesession her, oder? War echt geil. Jetzt eh, den ganzen Winter wird es so sein, minus 20 Grad draußen. Ja, und wie schön das wird da, immer spülen beim schönen Ofen und so. Voll. Aber es haben wahrscheinlich nicht alle den Platz, darum zieht es euch warm aus, so wie letztes Jahr. Und dann wird das ein gemütliches Festl. Ich glaube, einen Jagerdee machen wir euch auch. Ein Jagerdee, ja voll, das haben wir eh noch nie gehabt. Es gibt immer was Neues bei der Spürgesession. Immer. Lassen Sie immer was Neues fallen. Zeitpunkt, ihr wisst Bescheid. Ja, ist ja logisch, also da kann man nichts hinterfragen. Gibt's keine Diskussion, es ist einfach der Tag, an dem alle perfekt Zeit haben. Das perfekte Datum haben wir hergefunden. Eigentlich. Ja. Besser geht's eigentlich nicht. Und schnell ausgeht, weiß auch. Voll. Passt, dann haben wir dann was. Bescheid warm wird. Wer spielt? Schlagzeug. Du. Okay. Geil. Was soll sie dir länger? Die Buben sind schon so alt. Schauen wir mal, was dann. Irgendwas wird schon dabei sein, oder?